Ich habe gestern beim Einschlafen noch die ganze Zeit drüber nachgedacht, was wir heute vorhin machen, wie es weitergeht und was wir gemacht haben und sowas. Das Spiel ist einfach, das macht Spaß. Genau. Let's go! Hallihallo YouTube, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 4 mit Ben und dir. Wir sind jetzt neu angekommen in Diamond City. Wir haben in der letzten Folge uns schon ein bisschen mit den Händlern unterhalten und geguckt, was die so im Angebot haben. Haben da auch ein paar Sachen ins Auge gefasst. Also, ich werde auf jeden Fall heute nochmal eine neue Waffe kaufen. Und ansonsten schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen mit den Leuten reden, weil ich denke, es könnte heute ein bisschen viel Rollenspiel geben. Unter anderem wollen wir ja unseren Sohn finden. Und haben uns dafür, damit wir überzeugend sind, natürlich entsprechend angezogen, ja. Damit wir hier schön charismatisch rüberkommen. Und Sono im Chat, nicht wundern, spielt Nioh 2. Deswegen reden wir auch gerade ein bisschen darüber. So, das alles klauen. Im Supersalon bekommst du endlich deinen Traumhaarschnitt. Angeblich soll Nee, irgendwas Haarschnitt brauche ich nicht mehr. Haarschnitt bin ich jetzt zufrieden. Moment, aber hast du nicht gesagt, du kannst uns Red runternehmen? Donut in so das Museum der Hexerei. Gut. Okay, irgendwie habe ich was gehört, was mir nicht bewusst war. Alles für einen ausgeglichenen Tag. Wir bieten eine große Bandbreite an medizinischen Behandlungen. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Ja, schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Ich habe nämlich Strahlenkrankheit. Strahlung heilen, 40 Kronenkorken. Ich glaube, ich habe da draußen ordentlich Strahlung abbekommen. Zahnfleischbluten. Anzeichen von Anämie. Ja, wir sollten dich besser entgiften. Wuhu! Wir sind strahlungsfrei. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nö. Nö. Das war's. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Sehr gut. Keine Strahlung mehr. Das hilft schon mal einiges. Was ist denn die Donut irgendwie? Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout Inn kaufen sollte. Und das ist der Schnaps. Was spielst du denn so noch für ein Bild? Du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Lass stecken, Mann, ich hab nichts gesehen. Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Wait, warum sind hier Patronen? Achso, ja, Munition kaufen ist auch noch so ein Thema, ne? 308er war, glaube ich, nicht das Thema, aber die 45er, da haben wir auch ein bisschen was gekauft. So viel ballern wir gar nicht. Magic Build, aber ist ein Nioh ein bisschen anders, weil es quasi für jeden Stat eine Waffe gibt, die damit skaliert. Das habe ich bei Nioh 1 ja schon mitbekommen. Das ist für jeden Stat quasi eine Waffenkategorie gibt. Second, First. Es gibt eine Second Street und eine First Street. Geil. Also wenn ich hier durchlaufe, komme ich hier hin? Hallo. Ist das euer Wasservorrat? Plus 10 Red. Mhm. Geil. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist 100%. So was wie Switchblade aus Monster Hunter. Wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert. Das ist gesundheitsgefährdend, Shang. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Wasser, hier nur das beste frische Wasser. Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Red am besten mal mit Doc Crocker im Mega Surgery Center. Es geht eigentlich, so mitgenommen sind wir gar nicht. Hey, hier gibt's sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter. Kommt drauf an. Was zahlst du denn? Eigentlich gibt's nur 100 Kronkorken. Aber ich mag dich. Sagen wir 125. Das ist geil. Nee, ich will noch mehr. Komm schon. Meine Zeit ist mehr wert als das. Dann 150. Was für ein Zeug ist denn da unten? Du musst dich um die großen Sachen kümmern. Meistens ist es was so ab der Größe eines Buchs. Hm. Ich kümmere mich drum. Aber er trinkt nicht. Deine Leiche würde ich da nur schwer wieder rausbekommen. Ja gut, dann bräuchte man jetzt wieder, ne, Anti-Red-Sachen.
Sind wir ehrlich. Wenn wir da reinspringen. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal umbekleiden. Kleidung. Champion linker Arm. Wobei das gar keinen Red-Widerstand gibt. Wir brauchen Sachen mit Red-Widerstand. Metallrüstung, Metallrüstung. Hast du eine neue Liga? Nope. Habe ich nicht. Habe keine Ahnung vom neuen, von der neuen Liga in PoE. So, die Sturmgasmaske ist auf jeden Fall. Die einzige, die uns gerade Red-Widerstand bringt, das ist ein bisschen. Ne, hier Ödländer, rechtes Bein. Das ist ja nicht so viel. Was wir hier haben. Ups. Wait. Metallrüstung ist schon ganz gut. Ja, da werden wir auch noch Reddix brauchen, wenn wir hier reinspringen wollen. Wo ist denn das? Medix? Was macht eigentlich Medix? Für die Schadensresistenz und Giftresistenz. Oh. Wir dann auch mal nehmen können. Red X. Ein da. Wo sind denn die Filter? Das wird ja nicht wohl nicht das sein. Doch. Und alles aus dem Wasser rausholen. Nee, ich will das Wasser nicht trinken. Danke, Spiel. Seid nicht dumm. Stockt noch heute eure Frischwasservorräte auf. Okay, eine Schreibmaschine, alles klar. Ein Eimer. Und eine große Sache brauchen wir irgendwie noch hier im Wasser. Bin blind? Offensichtlicherweise. Offensichtlicherweise bin ich blind. Fuck. Ist ja gut, dass wir gerade die Radioaktivität. Ah, hier. Rausgenommen haben. Nur noch irgendwie aus dem Ganzen raus. So, jetzt haben wir einen Haufen Red und aber dafür. Wie sauber das Wasser jetzt ist. Haben wir den Shit rausgeholt. Hier ist deine Belohnung. Wie wäre es mit ein paar Flaschen für unterwegs? 150 Kronen. Cheng, warum war da ein Schädel im Wasser? Naja, du warst vielleicht nicht die erste Person, die ich gefragt habe. Könnte sein, dass der Typ davor eine scharfe Handgranate gefunden hat. Hey, wenn die Filter erstmal wieder laufen, ist das doch nicht mehr wichtig, oder? Naja, egal. Brauchst du Wasser? Haben die hier wirklich ein Kind als Synchronsprecher genommen? Das klingt so für mich. Du bist ganz allein hier draußen? Ganz richtig. Bin auf mich gestellt, seit ich 8 bin. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Hab meinen eigenen Laden, geh abends in die Schule, das volle Programm. Geh also, abends in die Schule. Eine Flasche Wasser, hm? Klar, ich schau's mir an. Die beste Entscheidung deines Lebens. Okay, der hat wirklich nur aufbereitetes Wasser. Okay, das ist, brauchen wir dann nicht. Müssen wir unsere Klamotten natürlich wieder wechseln. So, nee, nicht abgenutzter Filzhut. Nee. Hier sauberer blauer Anzug. Könnte eigentlich noch eine Schweißerbrille nehmen. Und wo ist denn. Wo ist denn der Charisma-Hut hier, der Milizhut? Jetzt sehen wir doch. Irgendwas ist mit der Schweißerbrille bei uns nicht in Ordnung. Die sieht nicht so schweißerbrillenmäßig aus. Sieht eher aus wie ein Alien. Was ist denn da schiefgelaufen? Sind wir zu schmal im Kopf? Gut für mein Geschäft. Was darf sein? Oh Mann. Okay. Wasserversorgung läuft wieder. Haben wir den Auleuten da auch geholfen? Hier dürfen wir mal nichts mitnehmen. Wir wären wahrscheinlich auch anders irgendwie hingekommen. Diamond City Radio? Oh Leute, gehe ich rein. Ich reiche einfach die Tür auf. Hi. Hallo? Travis. Hey. Ich meine. Aber dich haben wir schon mal gehört, oder? Mal wieder. Hi.
Hi. Was soll das falsch mit dir? Mach meinen Kram nicht kaputt, wenn's dir nichts ausmacht. Okay, mit dem können wir nicht wirklich reden. Und klauen dürfen wir natürlich auch nichts. Gut, dann gehen wir halt wieder raus. Dann gehen wir halt wieder raus. Sie haben gesagt, die wir nicht benutzen dürfen. Benzinkanister, das alles stehlen. Das ist sogar mal relativ gut durchgezogen, finde ich. Dass das alles stehlen ist. Mutabärenpflanze. Also, weil es ja logisch ist, dass es stehlen ist. Das war bei Skyrim, glaube ich, nicht so. Alles, was auf der Straße lag, konnte man einfach mitnehmen. Hallo? Was geht denn hier ab? Ha. Huh. Warum sieht der Ansässige eigentlich anders aus? Hingehst. Ich hab dich im Auge. Sieht so aus, als würde der Bürgermeister mal wieder eine Ansprache halten. Ah. Da rennt ihr hin. Myrnas Haus. Sag mal Myrna, hallo. Wir gehen einfach mal bei den Leuten rein und sagen, hallo, ich bin der Neue hier. Hallo? Das ist ja ein cooles Haus. Kann man ja, genau, kann man nachts runterfliegen? Okay, Myrna ist nicht da. Können wir mal festhalten. Gut, wenn Myrna nicht da ist. Was ist in ihrem Terminal? Notes. Treffer 1. Das wäre nur das S am Ende. Treffer 0. Das S am Ende ist schon mal nicht. Ja, jetzt habe ich kaum Hinweise. Snake kann es nicht sein. Venom kann es auch nicht sein. Ops. Nope, kann es auch nicht sein. Also das O ist es dann auch. O und S sind es nicht. Also N oder T war der Hit. Metal könnte es sein vom ersten Treffer. Getroffen. Vermutliche Sins. Ich darf, stand in der Zeitung. Eddie Perkins, offensichtlich. Genema bestellt immer dasselbe. Zu nett. Zu unfreundlich. Piper schreibt Artikel, um von sich abzulenken. Danny Sullivan infiltriert die Sicherheitsleute. Solomon tut so, als wäre er ständig high. Ich kenne seine Tricks. Nur ein Synth kann Baseball lieben. Geil. Anti-Synth-Bewegung. Diese Stadt braucht eine echte Bewegung gegen Synths. Sicherheitsleute sind nutzlos, egal wie viele Beschwerden ich einreiche, es wird nie jemand verhaftet. Wissen Sie denn nicht, dass alle Sünds Rechtshänder sind und immer Punkt 12 zum Mittagessen? Das sind eindeutige Beweise. Und ich habe äußerst genau Aufzeichnungen über die Aktivitäten aller Leute auf dem Markt geführt. Nur mit ein paar Leuten, denen ich vertraue, wir holen uns die Stadt von den Sünds zurück. Ich muss jeden genau überprüfen, bevor ich ihn einlade. Egal wie lange es dauert, ich muss mir sicher sein, jeder könnte ein Sünd sein. Jeder. Plus ist Wartung. Was? Wartungstermin? Nun, dass Percy bald zur Wartung muss, er ist der Einzige, dem ich wirklich vertrauen kann. Eine Maschine, die weiß, dass sie eine Maschine ist. Warum konnte sie dann nicht aufhören? Warum einen Roboter bauen, der meint, ein Mensch zu sein? Sins sind keine Menschen. Oh Mann. Okay. Ich glaube, das irgendwann mal eine Rolle spielt. Oh. Gehen hier ab? Keine Bewegung, Synth! Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Synth! Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Synth! Er wird uns alle töten! Kyle! Nein! Okay, uff. Die Show ist vorbei. Es gibt keine Synths in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia! Cool. Buffy, Doc Me, du sagst ihm, dass es alles nicht so schlimm ist. Hey. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. So ein kleiner Beinahe-Geschwistermord hat doch jeden schon mal erlebt. Was ist passiert? Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder.
Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Okay. Stürzt dich immer dein Bruder ausnehmen? So Patronen und so? Süßkuchen, Impro-Pistole, geflickte blaue Jacke. Charisma 1, Zeitungsverkäuferkappe. Was steht denn da alles? Ich würde mal bei der Kleidung unsere Schweißerbrille abnehmen. Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. Sieht uns scheiße aus. Ein bisschen du am Hocken. Der Mauer sei Dank, es ist vorbei. Der Mauer sei Dank. Okay. Wait, aus welchem Laden sind wir hier rausgekommen? Aus dem hier, ne? Glaube ich. Ich hab Knarren. Oder willst du lieber was für den Nahkampf? Zeig mal, was du so hast. Alles in Handarbeit gemacht. Gib mal her. Und zwar... Du hast fast keine... das würde ich gern behalten. Big Jim. Das können wir dir aber auf jeden Fall verkaufen. Junkie-Maschinenpistole können wir auch verkaufen. Sehr nice. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen losgeworden. Das ist mir gar nicht aufgefallen das letzte Mal. So, und wir wollten jetzt Waffen. Old Faithful, nee. Den Baseballschläger, großes Magazin, kompensiert gerne Maschinenpistolen, Jagdgewehr. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, jetzt wo ich geschlafen habe ein bisschen, kam mir die Frage das letzte Mal, auf welche Waffen wir gehen wollen. Und wenn wir voll auf Glück gehen, gehen wir ja auf diese kritischen Treffer und so medium-schnelle Schüsse. Also wir wollen schon, dass der Crit einen hohen Basiswert hat, damit der Multiplikator den Damage insane bufft, ja. Wir wollen also nicht viele Schüsse machen, wir wollen potenziell so mittel viele Schüsse machen. Wir müssen jetzt nicht die Bolt Action Rifle nehmen, aber ich glaube, sowas wie ein Revolver, den wir jetzt schon haben, ist, glaube ich, genau die Waffe, die eigentlich zu uns passt. Also so halbautomatische Waffen, die einen gewissen Basiswert haben. Mir fällt gerade auf, das hier hat eine Reichweite von 47. Die hat eine von 119. Das wäre deutlich geiler. Die würde ich, glaube ich, als Upgrade für die Schrotflinte nehmen. Aber die hat halt super viel weniger... What the... Die hat einen anderen Lauf. Das ist der Unterschied. Sieht man sogar optisch. Die hat sehr viel mehr Damage, aber die Reichweite ist super kurz. Die hat einen ganz guten Basis-Damage-Wert, aber die Reichweite ist viel, viel höher. Genau, jedenfalls wollte ich hier doch eine Waffe kaufen. Die hatte 10 mm. Ne, du warst nicht. 10 mm habe ich eigentlich jetzt eine ganz gute Variante. Impro-Revolver. Nope. Du bist es potenziell. Quasi so ein Sniper-Jagdgewehr. Oder eine doppelläufige, die relativ viel Damage hat, aber die Reichweite ist auch okay. Die Präzision ist halt eine Katastrophe, ne? Die Präzision ist bei dem auch eine Katastrophe. Ist das bei dem eigentlich hier oben besser bei dem Kampfgewehr? Präzision ist bei dem so viel besser. Also das wäre ein Upgrade für Snipen. Und das Kampfgewehr wäre wahrscheinlich auch noch geil. Würde ich vermuten, weil unser beste Sniper-Variante... Ah, bist du so ein bisschen... Du hast nur eine Reichweite von 110. Und dann haben wir das hier. Wobei das ist auch okay mit 34. Ist jetzt auch nicht eine Katastrophe. Das ist nur 37. Und dafür so viel Geld ausgeben, weiß ich jetzt nicht. Nee, oder? Wir sind, glaube ich, nur beim Schrotflintenkampfgewehr, bei dem mit mehr Reichweite. Dann kriegen wir sogar noch was, nachdem wir die Sachen verkauft haben. Oh, no. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas hin und her geschoben. Was habe ich rübergeschoben? Zurücksetzen. So, wir wollen ihm Big Jim geben und wir wollen das Junkies-Dingsbums geben. Und wir wollen das Kampfgewehr haben. So.
Das heißt, nicht doppelläufige, sondern wir haben jetzt das Kampfgewehr. Moment, das Kampfgewehr für, schießt ja auch 45er, nicht Schrot. Oh, shit. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, es wäre eine Schrotflinte. Wir haben vielleicht gerade Kronkorken vernichtet. Arturo. In Sachen Schutz liegst du mit allem, was ich habe, richtig. Zeig mal, was du so hast. Für jeden was dabei. Weil das ist natürlich Quatsch, wenn ich hier nochmal 45er verschieße. Das ist unser, was unser Revolver macht. Unsere Revolver hat mehr Reichweite, nicht so wenig, viel weniger Damage und ist sehr viel leichter. Ah, Damage. Wir verkaufen das Kampfgewehr wieder. Haben wir jetzt gerade irgendwie 200 Kronen verballert. Damage, dann will ich doch hier unten die bessere Doppelläufige haben, glaube ich. Die mehr Reichweite hat. Annehmen. Gut, habe ich verballert. So, dich brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Okay, jetzt habe ich hier Dinge getan. Wir wollen dich haben und wir wollen dich vor allen Dingen... Wir wollen dich da haben. So rum. Impro-Revolver gehärtet. Dich wollen wir auf der 2 haben. 10mm Pistole. Dich wollen wir auf der 3 haben. Jagdgewehr. Auf der 5. Oh, Moment, das Jagdgewehr vielleicht lieber. Auf der 4 und das Scharfschützengewehr auf der 5. So, dann können wir dir noch die Doppelläufige verkaufen. Wenn du Interesse hast. Klar, ich schau's mir an. Für jeden was dabei. So, hier die Doppelläufige. Viel Spaß damit. Und die anderen Waffen haben wir in Benutzung. Hast du eigentlich auch Mods, Kleidung, Klingenkorn, Diverses, Power-Rüstungsgestell, Schrott, Munition? Ne, hast du nicht. So. Security. Hallo? Einfach hier rein? Sicherheitsbüro. Gucken wir uns das mal an. New Season of Bruce. Join or die. Ah, man kann der Security joinen. Hallo. Das Vieh ist kein Streuner, oder? Ihr habt ja beschissene Waffen. Holy fuck. Du kannst deinen ganzen Schrott in Diamond City Surplus loswerden. Den ganzen Schrott können wir da loswerden, sehr schön. Aber gibt's denn hier mit jemandem, mit dem wir reden können? Okay, hier sind die Umkleiden. Ein Haufen Drogen und Waffen, alles klar. Die Klos. Und Duschen. Wenn du dich aus der Stadt wagen willst, solltest du dich vielleicht vorher bei... Ah, Baseballhandschuh, dachte ich, war Fleisch. Waschmaschinen. Mann, Kumpel, ich mag Knarren ja auch, aber meinst du nicht, du übertreibst es hier ein bisschen? Was? Wieso übertreibe ich es mit den Knarren? Was war denn das für eine Meinung? Okay, wir können anscheinend nicht der Security joinen. Wir können Police Bot aktivieren. 1904, 1903, 4. 12, 15, 46. Was ist das denn für eine Markierung? Okay, wir haben niemanden, mit dem wir hier irgendwie reden können. Keine Ahnung. Wird nicht rumgegammelt. Wir können wohl nicht der Security joinen. Schade. Ich erinnere mich mal dran, bevor wir rausgehen, dass wir dann doch nochmal die Verstrahlung reinigen müssen, die wir jetzt wieder drauf haben.
insgesamt immer trotzdem Plus gemacht haben. Schöner Tag, was? Jo. Ansässiger. Muss man sich echt fragen, Gewächshaus. Was noch immer du willst, ich ist keine Zeit dafür. Haben, ja, oder? Was? Meinst du Detektiv? Das ist doch ein Märchen, Mann. Gehen wir doch mal zum Detektiv. Da wird mir eigentlich. Arturos Haus. Valentine Detective Agency. Da wollen wir hin. Detektiv Valentine. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Folge dem Freedom Trail? Begonnen? Seine Krawatten. Oh, Nick. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Was? Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur unser Detektiv. Er ist verschwunden. Das ist ein schlechter Detektiv, wenn der Detektiv verschwunden ist. Was macht man? Welchen Detektiv hört man an, wenn Detektive verschwinden? Den Detektiv, Detektiv. Ja, gibt nicht so viele davon, aber wenn man es braucht. Wie wär's mit deinem Suchbild auf Milchpackungen? Wenn es doch nur so einfach wäre. Nick ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür wie immer. Hey, ich würde ja gerne helfen, aber da wäre dieses kleine Problem der Spesen. Geld, was? Ich habe hier 125 Kronkorken für schlechte Zeiten zurückgelegt. 125 für schlechte Zeiten. Komm schon. Es geht um das Leben deines Bosses. Okay, sagen wir 150 Kronkorken. Soll ich jetzt mal versuchen, das Höchste rauszuschlagen? Nee, komm, es reicht mir. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. So ein bisschen wie wir. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Ja, ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Und geil. Erledigen. Das hört sich ja nach einer guten Stelle an. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat und Hutnummer. Der ist mir schon dreimal im Weg gelaufen. Beeil dich. Abgeschlossen, Juwel des Commonwealth. Oh ja. Fusionszellen. Begonnen sei mein Valentine. Na ja, gut. Dann müssen wir wohl Nick finden. Nick Fury wäre einfacher zu finden. Aber wobei Nick Fury hat auch einen Trenchcoat und einen Augenklappe verdeckt. Gut, gibt es denn jetzt noch was zu tun? Ich würde mich hier noch ein bisschen umsehen wollen. Hier muss doch irgendwie... Achso, die Händler. Bis jetzt hat nur ein Händler mir einen Auftrag gegeben. Gibt es noch andere Aufträge von den Händlern? Red nicht mit mir. Ich will doch gar nicht mit dir reden. Halt die Pappen. Science Center? Das hört sich spannend an. Die haben doch safe was für mich zu tun. So, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt. Weißt du nicht mehr? Das Geschrei. Wie ich drei Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe? Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie? Aha! Du willst also doch drüber reden. Oh, sieh mal. Wir haben einen Besucher. Dr. Duff, könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Hallo. Bist du wegen des heutigen kostenlosen Biologieunterrichts hier? Biologieunterricht? Ganz genau. Meistens sind die Kinder aus der Schule als erstes hier. Aber ich wüsste nicht, wieso ich den Unterricht nicht auch mit dir beginnen könnte. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung wird mit den alten Bomben von vor 200 Jahren in Verbindung gebracht? Gammastrahlung? Gammastrahlung? Ganz genau. Gammastrahlung ist gefährlich.
Sehr gefährlich. Wenn dein Körper zu viel davon abbekommt, leidest du an Erschöpfungserscheinungen und Anämie. Du kannst sogar davon sterben. Aber einige Lebensformen leben seit 2 Jahrhunderten mit der Gammastrahlung und haben sich daran angepasst. Kakerlaken. Cool, oder? Du bist echt ein totaler Nerd. Ich sehe das als großes Kompliment. Die Wissenschaft gibt uns das Wissen an die Hand, das wir zum Überleben brauchen. Das gilt jetzt mehr denn je. Jetzt ist es an der Zeit für den praktischen Teil des Unterrichts in Form einer Exkursion. What? Bist du bereit? Exkursion? Ganz genau. Du marschierst los, erledigst was für die Wissenschaft. Ah, da kommen die Missionen. Meistens bekommt der beste Hilfswissenschaftler einen Preis. Der ginge dann automatisch an dich. Also, was sagst du? Okay. Ich bin dabei. Du sollst da draußen eine Blähfliegendrüse beschaffen. Weißt du, die riesige Blähfliege von heute hat sich aus einer viel kleineren Fliegenart entwickelt. Durch die Anpassung an die Radioaktivität hat die Fliege eine Drüse gebildet, dank der sie trotz ihrer Größe schnell und geschickt manövrieren kann. Also, was sagst du? Bist du bereit, dir eine zu schnappen und zu sezieren? Wenn ich einen Job übernehme, werde ich auch bezahlt. Geld? Oh, wie wäre es mit 125? Dankeschön. Da geht bestimmt noch was. Wir reden hier davon, ein riesiges, mutiertes Insekt zu jagen. Riesig und mutiert, ganz gefährlich. Das würde erklären, wieso einige meiner Schüler nicht zurückgekommen sind. Wie hören sich 150 Kronkorken an? Alles klar. Eine Blähfliegendrüse beschaffen. Verstanden. Denk dran, ich brauche eine intakte Drüse. Oh, und kau da nicht drauf rum. Einer meiner Schüler ist davon richtig krank geworden, weil er diesen Fehler gemacht hat. Wer kaut auf so einer Drüse rum? Hey, Dr. Duff. Eine Blähfliege zu sezieren macht echt Spaß. Pass nur auf den tödlichen Stachel auf. Ja, geil. Nur ein kleiner Wissenschaftler. Hab ich nicht schon eine Blähfliegendrüse? Nee, ich hab gebackene Blähfliege. Ich hab die Drüsen irgendwann nicht mehr mitgenommen, weil ich dachte, ich brauch sie nicht. Dödem. Oh, Waffenwerkbank. Ich glaube, ich kann hier aber nichts Sinnvolles mehr herstellen. Ich könnte einen Lauf verlängern. Moment, hat es das nicht schon? Nee, ne? Das macht die Reichweite höher. Und das war's. Nee, Moment, verlängerter Lauf hat es schon. Komfortgriff hat es auch schon. Magazin hat es auch. Könnte dann Combat Scope. Bindungsbremse kann ich nicht, dafür bin ich zu dumm. Jagdgewehr. Hat einen schweren Verschluss für mehr Booms. Erhöht den Schaden durch kritische Treffer. Kurzer, leichter Lauf. Verlängerter Lauf. Das erhöht die Präzision maximal. Die Reichweite maximal. Erhöhte Rückstoßdämpfung, Marmorpräzision aus der Hüfte. Das ist aber okay für mich. Yes. Bauen wir dran. Schnelllademagazin, mittleres Magazin. Ist dann halt so Reflexvisierpunkt, Combat Scope. 2,5-fach. Viel Spaß unterwegs. Das sollten wir wahrscheinlich auch drauf bauen. Für mehr Reichweite. Bindungsbremse, Bajonett ist Bullshit. Ups. Crosshair Default. Ich kann das Crosshair ändern. Why? Why? Dot Default. Warum kann ich das ändern? Wir lassen es einfach so. Das ist, glaube ich, weil ich ein Ding ins Bums drauf gebaut habe. Da ist ein verlängerter Lauf drauf. Vollständiger Kolben. Das konnte ich bei dem Ding hier nicht ändern, oder? Doch, hier kurze Kolben. Da fehlt mir die Wissenschaft. Das würde aber eigentlich nur das Gewicht erhöhen und die Optik besser machen. Wundert mich. Reflexvisierpunkt, Reflexvisierkreis. Macht stat-technisch gar nichts. Und eine Mündungs... Wer macht denn eine Mündungsbremse auf eine Schrotflinte? Was macht denn der Stecherabzug? Besser reagierender Abzug erhöht Feuerrate. Bei einem doppelten.
Bin ich eher beim gehärteten Abzug eigentlich. Tatsächlich. Weil wir haben eh nur zwei Schuss, bis wir nachladen müssen. Wir können eh nicht schnell schießen. Spaß da draußen, dann geh nicht drauf. Das wäre ein Rückschritt für die Wissenschaft. Was geht denn hier oben eigentlich noch ab? Hallo. Professor Scarra. Dr. Duff kümmert sich um die Besucher. Wende dich an sie. Die redet einfach nicht mit mir. Darauf mal ein Teechen. Das ist ja Frechheit. Gut, aber haben wir noch was eingesagt an Auftrag? Oh. Ich glaube, es wird langsam spät. Es könnte sein, dass wir nicht mehr viele Händlerhaft antreffen um die Uhrzeit. Hast du diesen Artikel gelesen? In der Public Occurrences? Die verdammten Sins können überall sein. Halil Ayolilas. Ich sprich mir so aus. Die Aufgabe, den Leuten die Augen zu öffnen. So, was geht denn hier eigentlich ab? Moment, von dir haben wir Aufträge? Oder einen Auftrag, besser gesagt. Habt ihr auch irgendwas zu tun? Bleib weg von meinem Stand. Ich kenne dich nicht. Okay, dann mache ich mal einen auf Statue. Gut, sehr gut. Und jetzt beantworte mir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch? Synths werden bei mir nämlich nicht bedient. Nein, ich bin Jengos, der Mondaffe. Genau das würde ein Synth tun. Der Frage ausweichen. Sowas wie du wird hier nicht bedient. Okay. Hey, Myrna. Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient wird, du Synth. Willst du mir jetzt etwa erzählen, du wärst ein Mensch? Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Die sind ja alle völlig fertig mit der Welt. Sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Was für einen Laden betreibst du hier eigentlich? Wir kaufen und verkaufen hier alles. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Der Roboter kümmert sich nachts um die Kunden. Er ist der Einzige, dem ich traue. Bei ihm weiß ich wenigstens, dass er eine Maschine ist. Okay. Ich glaube, wir haben nichts mehr, was wir mit dir handeln wollen unbedingt, oder? Die hat halt wirklich allen möglichen Scheiß. Haarklammern hat sie auch. Literally allen möglichen Scheiß. Beton, Dünger, Federn. Jolilas, ich hoffe, du hast gut geschlafen und hast einen schönen Sonntagmorgen. Jede Menge Herstellungsmaterialien. Lötlampe, Maschinenpistole, Leuchtfackel, leere Milchflasche. Metallrüstung, rechter Arm. War das am rechten Arm, wo wir... Ach, jetzt weiß ich es wieder nicht mehr, ne, weil wir die Kleidung nicht ausgerüstet haben. Champion ist linker Arm. Und ich glaube, am rechten Arm haben wir nur so eine Raider-Rüstung mit 3-3. Ich glaube, ich würde mir die Metallrüstung ganz gern gönnen. Genau. 5-5 ist es. 5-5 ist es. Gegen physischen Schaden wäre das ganz geil. Nehmen wir mal mit. Dafür können wir ihr das hier geben. Ich glaube, einen Chunker geben wir hier auch. Bei euch schneit es einfach. Okay. Das ist auch mal eine Ansage. Und ich habe gestern mit Lumi drüber geredet, ob wir die... Weißt du, eine Schrotflinte ist ob wir die Heizung ausstellen sollen im Wohnzimmer. Eine Menge anderer Möglichkeiten. Jetzt nicht. In Ordnung. Okay, der gibt mir keinen Auftrag. Und der auch nicht, ne? Oder zumindest noch nicht vielleicht. Wer haben wir jetzt eigentlich an Aufträgen? Datenaufgaben. Sei mein Valentine, direkt zur folgenden Freedom Trail, begib dich zu Pipers Büro. Machen wir doch das nochmal. Sauber Sunshine Tidings, geh dich zum Polizeirevier. Suche das Museum.
der Hexerei. Sprich mit Doc Croc über eine Gesichtsoperation. Bringe eine mutierte Farnblume zu Solomon. Triff Abbott bei der Mauer. Machen wir die Nebenaufgaben alle aktiv. Diamond City Pipers. Ah ja, da ist Public Occurrences Büro. Aber Sono, du wohnst ja auch im Prinzip oben auf dem Alpen, ja? In der letzten Hütte. Hallo. Ich muss Zeitungen verkaufen, Mister. Ja, mach doch. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Was? Wo mein Lieblingsstadion war, ist jetzt ein Elendsviertel. Wo mein Lieblingsstadion war, ist jetzt ein Elendsviertel. Echt toll. Interessant, dass du das erwähnst, weil du doch aus einem Vault kommst. Du trägst zwar nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf den trockenen Look. Eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Eigentlich ganz geil. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komm ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Aber ich will eh alleine unterwegs sein. Ich bin der Lone Survivor, habe ich schon geskillt. Hier hast du deine Überschrift. Hiesiger Mann sagt nein. Du meinst es ernst, hä? Schlaumeier. Schön. Wir machen das später, aber ich will dieses Interview, klar? Na gut, hier, Weiter. Wir geben dir das Interview. Bist du bereit für das Interview, Blue? Ich will die XP haben. Was soll das für ein Interview werden? Ich frage dich, wer du bist, was du vom Leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige Fragen, um es interessant zu halten. Was meinst du? Na gut. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Das ist wichtig. Da waren nur ich und 1000 andere Versuchskaninchen. Sie wurden zu Fleischfressern. Normal, nichts außergewöhnlich. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Ja. Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Seht her. Ich bin unsterblich. Auf eine gewisse Weise stimmt das auch sogar. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Kann ich mit dem überhaupt vergleichen? Die Welt hier draußen, sie ist nicht einmal annähernd so, wie ich es zurückgelassen habe. Ich hatte viel Zeit. Ich hatte viel zu spät, Sachen in Luft zu jagen, als dass ich darüber Gedanken machen könnte. Ihr lebt alle in rostigen Hütten und bringt euch gegenseitig um. Und dann dieser Gestank, ganz ehrlich zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufgebaut habt, gibt uns Hoffnung. Ich finde das Letztere. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Warum bin ich nicht Blue? Das werde ich definitiv nehmen. Jetzt die große Frage. Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? Mein Sohn Sean wurde. Ich bin ehrlich. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so. Aber der ist wahrscheinlich schon so alt wie wir. Das Institut hat etwas damit zu tun? Ein Mann hat Sean entführt. Nicht irgendeine obskure Gruppe. Ich hoffe, das stimmt. Denn sollten sie darin verwickelt sein, wird alles noch schlimmer. Ich tippe mal darauf, die sind damit verwickelt. Interviews möchte ich etwas anderes machen. Wäre meine Wette. Den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Die Leute ignorieren Entführungen hier draußen einfach. Man kann nur einen Tag nach dem anderen bestreiten, man muss einfach immer weitermachen, man kann nichts tun, findet die Verantwortung und lässt sie dafür bezahlen, ganz einfach. Wenn man aufgeben möchte, man darf es nicht tun, man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sich wiedersehen wird oder zumindest die Wahrheit erfährt. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Das hört sich sinnvoll an. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Da bin ich gespannt. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Juhu, XP und Level Up. Das ist ja eigentlich, was ich davon wollte. Weil wir haben, wenn ich mich richtig erinnere...
Schon geskillt, genau. Einsamer Begleiter. Wenn du ohne Begleiter erwähnt bist, weniger Schaden und kann mehr Ausrüstung tragen. Deswegen sind wir einfach nur mit Hund unterwegs. In der Hoffnung, dass das dann... Ich guck nochmal kurz, ob das wirklich so ist. Wir sollten mal vorher speichern. Nicht, dass irgendwie wieder Dinge passieren. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Lone Survivor Fallout Wiki. Nicht The Soul Survivor. Lone Wanderer heißt es, okay. Effects taking rank of this perk grants a temporary decrease to damage dealt to the player character increase carrying weight. They do not currently have an active companion. Higher ranks increase damage reduction and carry weight amount. As well as grant temporary bonus to damage. Note, this perk effect still applies with Dogmeat as active companion. Perfekt! Dogmeat dürfen wir dabei haben dafür. So, Eisenfaust, erste Liga. Schützlich vor Gefahren, Ödens, Zugang zu Standard und Rang 1 Mods für Rüstung. Oh, wir müssen gar nicht schlau sein. Bei Waffen müssen wir schlau sein. Aber wir wollen ja eigentlich die Perks hier skillen. Ich könnte jetzt hier noch mehr Crit-Sachen. Das ist das XP-Ding, den können wir nicht nehmen. Bonusschaden, das sieht zu blutigen Massen explodieren. Wir könnten mehr Munition finden. Revolver hält tatsächlich Beweglichkeit, was absolut kacke ist. Und Beweglichkeit haben wir super niedrig. Für Pistolen. Gewehrschütze könnten wir aber nehmen mit Wahrnehmung. Angriffe mit nicht automatischen Gewehren verursachen 20% mehr Schaden. Das wäre tatsächlich das, was wir, glaube ich, wo wir in die Richtung gehen. Doppeln Schaden in 30% gegnerischen Rüstungswerten haben höhere Chance auf Verkrüppelung. Kenn die Schwachpunkte deiner Feinde zu besiegen. Du kannst dir jetzt Schadensresistenz eines Team Wets ansehen. Ah ja. Kampfhund. Wodurch eine höhere Trefferchance in Wets erhältst. Ziehe deine Waffe auf ein Tier im niedrigen Level und halt Chance es zu beruhigen. Lokale Anführer. Kannst zwischen den Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Ich werde niemals alkoholabhängig. Begleiter machen mehr Damage. Nee, ich bin bei den Glückssachen. Die Frage ist, was wir vom Glückssachen nehmen. Blutige Masse explodieren. Mega kritische Treffer. Die Treffer verursachen mehr Damage. Wäre wahrscheinlich smart, wa? Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich deiner blutigen Masse explodieren. Ich muss mal kurz nochmal gucken, was das bedeutet, genau, in der Wiki. Da gucke ich mal kurz nach. Chronik, kurz die geschlossene Tabs, da. Das ist wahrscheinlich Bloody Death. Okay, wir müssen wahrscheinlich mal nach den Skills gucken an sich. Nope, ich will nicht zu Fandom, ich will zum Fallout-Wiki. Kann ich irgendwie hier die Perks. Und zwar kann man das nicht nach... Boah, kann man das nicht sortieren nach... Das ist ja... Okay, ich zeig's euch mit. Würde ich sagen. Kann man leider nämlich nicht sortieren irgendwie sinnvoll. Blutiger Tod nach den... Fallout 4 Perks. Perception Luck. Da will ich hin. Und das ist Critical Banker, Idiot Savant, Mystic Stranger, Bloody Mess. Ist es. Taking Ring of this perk and Bonus Damage with all weapons as well as a chance. Runs 5% Bonus Damage with all weapons as well as a chance to make enemy explode in a gory mess. Higher ranks increase the damage amount by 5% each. 15% as well as grant a chance to make multiple enemies explode from killing one if they are close together. Okay. Das hört sich gar nicht so kacke an. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich will vielleicht zuerst die High-Level-Skills hier nehmen, Glücksskills.
Wer ist bestimmt für uns, dass seine Aktionspunkte vollständig wiederhergestellt werden? Ich glaube, ich würde auch das nochmal nehmen hier. Dass wir vielleicht unsere Aktionspunkte wiederkriegen, wenn wir jemanden im Wetz töten. Dann können wir halt so Chainkills machen. Das wäre ganz geil. Oder wetzen und wegspringen. Hört sich für mich eigentlich ganz geil an. Okay. Achso, haben wir den Doktor jetzt noch da? Oder müssen wir jetzt nochmal für den nächsten Tag abwarten? Fuck, der Doktor ist schon weg. Ach, dammit. Dann setzen wir uns halt hier hin und warten nochmal kurz ab. Wir brauchen wahrscheinlich früh um 8 oder so. Doktor ist noch nicht wieder da. Das ist natürlich blöd. Das heißt, wir müssen noch eine Stunde warten. Anscheinend ist es um 8, wo die wiederkommen. Würde ich mal behaupten. So, du musst mir dann nochmal die Radioaktivität. Die ist ziemlich verbreitet, aber wir können so ziemlich alles heilen. Hau mich mal raus. Schau mal, was mit mir nicht stimmt. Schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Alles. Zu viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Wir bringen das in Ordnung. Keine Sorge. Schön. Alles reindrücken. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nö. Nö. Nein, wir sind fertig. Dann ab mit dir. Okay. So. Triff Abbott bei der Mauer, bring eine Blähfliegendrüse. Wurde sogar markiert, wo die Blähfliegendrüse herkommt. Rationierungsstelle der Polizei von Boston. Erkunde des Combat Zone. Fahnenblume zu Solomon. Die ist auch markiert? Lol, wieso sind die alle markiert? Ich dachte, man müsste die finden. Museum der Hexerei. Ja, gut. Dann machen wir wohl heute jetzt eine Tour hier außen rum irgendwie. Fangen wir da an. Können da, da, so und wieder rein. Einmal außen rum. Ein Good Neighbor ist echt ein Drecksloch. Überall Ghule und Chemsüchtige. Überall Ghule und Chemsüchtige in Good Neighbor. Das heißt, wir müssen uns auch wieder umziehen, fällt mir da gerade ein. Kleidung. Das. Graue Strickmütze für Glück. Lederkombi, Metallrüstung, linker Arm, linkes Bein, rechter Arm. Das ist der rote Halstuch, ist okay. Ja, wir könnten hier tatsächlich das für die Wahrnehmung nehmen. Das mit Taschen, sehr geil. Versteifte Raiderrüstung. Die ist aber trotzdem, die ist zwar gegen Elektro besser, aber gegen die normale Schadensresistenz schlechter. Das ähnliche haben wir hier. Ödländer rechtes Bein. Ich glaube, wir sind dann komplett ausgerüstet. Sehen wir doch wieder aus wie ein Ödlandwanderer. Miets. Let's go! Raus in die Welt! Gefühl, ein Glückbild läuft irgendwann darauf hinaus, dass wir nichts mehr selber tun. Dass wir ab und zu mal schießen und dann explodiert einfach alles und die Gegner sterben. Oder vielleicht sogar andersrum. Wir haben ja den Skill, dass wenn die auf uns schießen, Kugeln sich manchmal einfach umdrehen und den Schützen töten. Und wenn sie dann in diese Blutexplosion explodieren und alles um sie rum explodieren, dann ist einfach die Gruppe tot, weil einer auf uns geschossen hat. Und wir haben nichts getan. Hört sich nochmal Autobomber und POE an. Bin ich in. Let's go. Da bauen wir hin. Müssen wir irgendwann nicht mehr selber spielen. Wie viel Gewicht haben wir eigentlich? Wir haben immer noch relativ viel Gewicht dabei.
Genau. Gehen zuerst auf das vor uns. In 92 Meter. Können wir nach oben gehen? Trinity Tower Signal. Das ist die neue Schrotflinte. Das unsere. Alles klar. Ah, da kommen Hunde. Die Hunde sind uns nicht so wichtig. Sind wir mal realistisch. Radio, Boston Bulge, Reddix. Du gehst mir mächtig auf den Sack. Da geht's runter unten. Ihr schafft das schon. Ich glaube an euch. Okay, irgendwie werden da Minen rumgeworfen oder sowas. Oder Granaten. Wo kann ich denn hier? Wir müssen mal wieder speichern, bevor uns jetzt gleich wieder eine Mini-Atombombe ins Gesicht geschossen wird. Vielleicht nehmen wir doch lieber die Schrotflinte raus. Genau sowas, meinte ich. Da war eine Mine hinter der Wand. So, die neue Ausgabe der Public Occurrences. Kann nur bedeuten, dass da fiese Sachen drin stehen über uns. Wir essen mal was. Gebackene Blähfliege. Nom nom nom. Foot foot foot. Foot foot foot. Foot foot foot. Wenn wir gefuttert haben. Das ist ein Pfeil. Bedeutet das, wir kriegen schneller AP? Kann ich das mal kurz nachgucken? Status. Was bedeutet das hier? Oh. Unser Arm ist einfach übel am Sack. Kuriositätentür schließen. Schrotpatronen. Kurze doppelläufige Schrotflinte. Also, jo, immer. Warum gab das die EP, die zu finden? Lol, warum hat er nicht ausgelöst? Warum hat der Stolper... Hä? Ich bin irritiert. Warum hat der Stolperdraht nicht ausgelöst? Mir auch egal. Wir wollen nach Süden. Ich dachte, wir können ja irgendwie bis Dach gehen, aber ich glaube, das ist gar nicht so smart. Weil du kommst nicht wieder runter. Aber so, wenn es bei dir schneit, ist doch eigentlich geil. Da hast du eine Ausrede, warum du drin bleiben musst. Gibt ja jetzt wohl keinen sinnvollen Grund rauszugehen, wenn es schneit. Da muss man dann wohl zocken drin. Was ist denn die Aufgabe eigentlich, für die wir zugehen jetzt? Karte. Blähfliege. Ja gut, Blähfliege sollten wir ja wohl hinkriegen. Was gibt's hier noch so drin? Bleistift. Bleistift ergab kein Gewicht. Den können wir das einfach mitnehmen. Registerkasse, verbranntes Lifestyle-Magazin. Geil. Ein verbranntes Lifestyle-Magazin. Oh, eine Schnapsflasche. Verbindungsstange. Gibt doch eh nur Stahl. Patronen. Hätten noch gucken können, ob wir den Inhalt von unserem Wuffi verkaufen tatsächlich. Haben wir nicht gemacht. Gibt's auch wieder eine Waffenwerkbank. Und eine Power-Rüstungsstation. Hier kann ich auch wieder was bauen, würde ich sagen. Würde ich behaupten. Flasche mit Frostschutzmittel. Ein Raider ist da drüben. Aber da wollen wir jetzt gar nicht hin. Ich werde wieder abgelenkt. Kriegen die Bethesda-Spieler echt insane gut hin. So. Und oh, guck mal da drüben. Oh, guck mal da drüben. Da muss ich hin. Aber kann ich irgendwie Überlebende von einem gesicherten Gebiet zum nächsten bringen?
Ich habe sie zerfetzt. Wir haben die Drüse. So, das heißt, wir gehen jetzt nach Westen bis über die große... Brücke. Stationierungsstelle Polizei von Boston. Sehr schön. Ein tollwütiger Redhirsch, den brauche ich jetzt nicht. Den brauche ich jetzt nicht. Guten gestern. Hallihallo, Xan. Ein wunderschön. Ich wünsche dir was. Ich hoffe, bei dir läuft wieder alles. Guten Tag. Herzlich willkommen zurück im Stream. Im Streamerin. Schimmliges Essen. Kaugummi. Geil. Ich hab mal schon mal. Und ich habe nicht so viel Bock, dich nochmal zu bekämpfen. Ich glaube, genau an der Stelle habe ich die schon mal gekämpft. So ein Yao-Guy, so ein Riesenbär. Er frisst einen Haufen Munition. Also nicht so geil. Ja, Yao geil. Ben is on a roll. Was sind das da? Wasseraufbereitungsstation, oder? Hier vorne. Ich habe beschlossen, nicht mehr böse zu sein und wieder in den Stream zu kommen, als ob ich 4 Wochen ohne Internet überleben könnte. Läuft alles wieder sehr schön. Na, was hast du in den ganzen 4 Wochen gemacht? Oh, nee, ich dachte gerade kurz, da ist jemand, aber das ist, glaube ich, nur eine Puppe. Urban! Und schmutziges Wasser. Jede Menge Bowling... Oh, cool, Bowlingkugeln. Und Terpentin. Wait, war ich hier schon mal? Hier ist ein toter Ghoul. Schicke Haarbürste, Vorkriegsgeld, Spielkugel, Dosen, Rattengift. Mars Pike, Westtunnel. Rate mal. Du hast irgendwelche Grand Strategy Spiele wie Europa Universalis konstant durchgezockt. Wäre mein Tipp. Massachusetts Turbine. Wait, Turbine? Ne, Turnpike, Entschuldigung, ich kann nicht lesen. Genau, wir gehen nach Westen. Wobei wir hier noch nie waren. Hätte ich schon Lust, hier irgendwie reinzugehen. Warum sind hier tote Ghouls? Nuka Quantum. Spielzeugtruck, die gaben Schrauben, die wir brauchten. Die Spielzeugtrucks. Von daher sollte man die potenziell mitnehmen. Plünderer. A-Klammer. Den Rest brauchen wir nicht von dir. Noch ein Ghoul. Noch ein toter Ghoul. Ich wundere, dass es so viele tote Ghule gibt. Oh lol, what the fuck? Das ist ja unangenehm. Okay, kommen wir einfach nur rüber. Aber rein kommen wir nicht. In das Gebäude hier. Da unten sind Blähfliegen. Sieht nicht so aus, als könnte man hier reinkommen. Scheiße, was war das? Oh, jetzt geht's ab. Da habe ich aber schlecht geschossen hier gerade. Oh oh. Treff gerade nicht richtig. Meine Jüde. Das war ja anstrengend. Warum kriege ich hier Red Damage? Was rettet mich denn hier?
Okay, ich will einfach... ist das ein Sturm oder ist das hier lokal? Ich glaube, das ist ein Sturm. Was mich reddet. Das sagt ja. Medics, Reddix. Ist das überhaupt ein Unterschied? Ich glaube, es ist ein... Was ist ein Strahlungsregen? Ach, fuck, ey. Das ist doch beschissen. Wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, macht das aber keinen Unterschied. Das ist einfach ein verkackter Strahlungsregen. Boah. Setz mal noch die Sturmgasmaske auf. Wieso höre ich hier fettes Gebrüll? Das hat mich irritiert. Stimpak. Ist der Schlagring was wert? Der Schlagring ist was wert für sein Gewicht. Silbertafellöffel. Zaum! Oh lol! Wo fliegt der denn hin? Den hat's ja komplett weggeflitzt. Ein Kopf-Headshot. Hat eine Runde. Yo. Der ist geflogen. Whisky. Fuck, wir kommen gar nicht runter. Ich dachte, ich komme hier runter. Dammit! Den Sprung werde ich nicht machen können. Wir sind aber da, wo wir eigentlich runter wollen. Mal Wuffi, kriegst ein Stimpak. Damit es wieder besser geht. Hast tapfer für mich getankt. Irgendwie hier unten rum. Wahrscheinlich gehen wir lieber so rum, sonst erwischen wir Dogmeat nicht mit. Oh. Der Gu ist gerade nach unten gefallen. Sehr gut. Okay. Der radioaktive Regen hat wieder aufgehört. Heieieiei. Wo ist denn der Typ runtergeklatscht? Da. Der Kronkorke. Aluminium und Plastik von der Spielzeugkette. Nee, die brauchen wir dann doch nicht. Reddix wirkt nicht mehr. Er ist ja okay. Hoffe ich. Das ist ja eine ganz schön beschissene Brücke, sagen wir mal ehrlich. Das ist so die, mit die beschissenste Brücke, die ich mir vorstellen kann. Ach, fuck. Oh, nö. Kritischer Schaden. Oh, oh, ich bin nicht tot. Aua! Meine Fresse. Ein Schnapsglas, alles klar.
Die Insekten, die ein Schnapsglas dabei haben, wer kennt sie nicht? Ihr kennt sie auch alle, oder? Aber die XP werden mehr, die wir kriegen für Viecher, die wir killen. Aber die Viecher werden auch mehr, also schwerer, die wir killen. Aber wieso ist ihr Gefühl? Hol mir die neue Schrotflinte aus. Im Tower und so waren wir aber alles schon, oder? Nee, bei dem Radio Tower war man nicht. Wer wird geböllert? Wer böllert denn da? Hallo? Böller, 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 Bus? Hallo? Schätze, du wirst nicht einfach weglaufen. Das ist ein Siedler. Keine Wahl. Das ist ein Raider. Lederrüstung umgürtet mit Taschen. Ja, das ist trotzdem das Gewicht irgendwie nicht wert. Die sind alle das Gewicht nicht wert. Was geht denn hier bei euch? Entschuldigung. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Suchst du ein neues Zuhause? Könnte sein. Warum? Hättest du was im Angebot? Ja. Aber klar. Tenpins Bluff. Nee, Sanctuary Hills, wenn dann. Danke. Dann sehen wir uns da morgen oder übermorgen. Dein Mann brauchen wir nicht. Du kommst schon alleine dahin, wa? Das passt. Okay, man kann einfach so Siedler unterwegs finden. Das ist ja auch ganz cool. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Mir fällt gerade ein, ich will noch mal was kurz gucken in die Sachen hier. Ausdauer, wir haben bestimmt Gesundheit und wie stark das Sprint, der Aktionsbefort, du hättest sofort jetzt... Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Sechster Sinn, sie bestimmt der Waffenpräzision im Wälzen, du erhältst sofort einen Punkt. Wie viel tragen kannst du, wie viel Schaden angegriffen wird, du erhältst sofort jetzt einen Punkt. Erfahrungspunkte. Okay, die Aktionspunkte im Wetz kann ich aber nicht steigern, so direkt, oder? Außer über die temporären Buffs. Wie es scheint. Ich glaube, die Schrotflinte ist ganz geil. Hier bin ich auf jeden Fall schon mal hochgerannt. Genau, ich habe doch die Tür aufgemacht. Daran erinnere ich mich. Ich glaube, die Brücke habe ich auch schon mal genommen. Und da waren wir genau schon mal an dieser Stelle und haben hier niemanden getroffen. Okay, so kann ich also Leute an bestimmten Stellen ansiedeln dann. Aber ich kann Leute nicht von einer Stelle, wo sie sich angesiedelt haben, zur anderen manövrieren oder sagen, hey, geh doch lieber dahin. Das geht also nicht. Ich glaube, ich habe den Tee heute ein bisschen süß gemacht. Das ist sogar mir zu süß und ich bin eigentlich jemand, der super süß gerne hat. Achso, das war hier, wo ich glaube ich Dogmeat schon mal durchdingen musste, aber nö, ist fein. So, wo laufen wir jetzt hier hin? Was sollen wir hier machen? Mutierte Fangblume. What the heck? Was ist das für eine Nebelwolke? Ich glaube, es zieht Nebel auf. Ich habe so ein Gefühl. War ich auch irgendwo schon mal oben? Wo ging es denn hier hoch? Hier geht es übrigens hoch. Hier sind wir schon mal hochgeklettert. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich da so rum muss, muss ich hier ein Stück weit durch die Gegend, über die Behäuse laufen. Hier gibt es auf jeden Fall Blumen. Was bist du? Mutierte Farn. Mutierte Farnblume. Das ist nicht das, was ich brauche, oder? Doch, das war's. Okay. So, Triff Abbott an der Mauer. Und dann hätten wir es durch. Wir müssen uns jetzt quasi zurück nach Diamond City. Gibt es jede Menge von diesen Farnblumen. Ich glaube deswegen.
Gab es hier eine andere Zielmarkierung? Wo stehen hier Kerzen? Sind hier Leute? Hallo! Guten Tag! Lässt mal mein Dogmeat in Ruhe. Oh, ich bin runtergefallen. Sorry, ich konnte mich nochmal hauen. Hey. Mein Wuffi, ey. Oh. Hat sich wiederholt. Na gut. Komm schon. Jawohl. Weggeschrode den Kopf. Okay, hier sind wohl Ghule heimisch. Wie Dogmeat da Dinge tut. Und noch mehr Ghule. Alles klar. Holy fuck, hier geht's rund. Da unten sind noch mehr Ghule. Hab ich gerade gesehen. Oh! Dogmeat, was machst denn du da unten? Bist du doof? Ich wurde gehauen. Holy fuck. Ich mag die Schrotflinte. Ich mag nur Dogmeat nicht, der hier alles anzieht irgendwie. Das finde ich nicht so geil. Mutierte Fahnen. Oh, Kriegsgeld. Registerkasse. Da geht es ein Safe, den wir nicht knacken können. Aber ich glaube, Safe. Nein, Safe knacken war gar nicht Intelligenz, ne? Eine Menge Patronen, geil. Impro-Repetiergewehr. War das was Gutes? Damage-wise, ja. Impulsmine. Nehmen wir mal mit. Spielzeugauto, Kronkorken, das brauchen wir. War hier mal ein Waffengeschäft, hä? Huh? Zumindest auf den ersten Blick so aus. Zahnbürste. Hat sie oben noch irgendwas gefunden, hat sie gesagt, ne? Waffenwerkbank. Chirurgenskalpell. Ist einfach nur Stahl. Gamma-Patrone. Was sind denn Gamma-Patronen? Ich frag für einen Freund. Ja, Waffenwerkbank, wie gesagt, da sind wir nicht gut. Jetzt muss ich mal kurz nochmal gucken. Worauf wollen wir hier wirklich gehen? Wahrnehmung wäre, glaube ich, schon okay mit den Gewehren. Nicht automatische Gewehre. Konzentration. Aber Waffenwerkbank wäre Intelligenz, ne? Aber wir müssen unsere Intelligenz gar nicht erhöhen. Wir könnten trotzdem Waffencrafting ein bisschen kriegen. Und wir sollten wahrscheinlich auch den Arzt holen, um Stimpaks zu verbessern, sonst sind Stimpaks echt useless. Irgendwann mal. Wait, da oben drauf ist der richtige Stash. Der rot blinkt. Holoband? Was? Hör zu, Dale. Ich habe keine Ahnung, wo du so lange bleibst. Aber du hättest vor 3 Tagen hier sein sollen.
Mir gehen die Vorräte aus und ich muss jetzt los und mir neue beschaffen. Jetzt verstehe ich, warum dieser Solomon so viel für diese Ferne zahlt. Eins sag ich dir, hier oben Stege aufzubauen ist eine echte Plage. Warte, bis ich wieder zurück bin, bevor du die erste Lieferung nach Diamond City bringst. Es gibt da noch ein paar Dinge, die ich... Hey, Sheila! Bist du das da oben? Die Stege sehen toll aus, aber wie bist du da hochgekommen? Da bist du ja. Hast dir echt Zeit gelassen, Jack. Gehen wir eine Straße weiter, da gibt es... Oh, ja, Scheiße. Wir haben ein Gewichtsproblem. Pass auf, Dale! Lauf! Lauf! Ein Gewichtsproblem. 301 von 300. Wie haben wir jetzt nur noch 300, das wir tragen können? Hab ich irgendwas verpasst? Wir hatten doch mal schon mal 330 irgendwann. Das hab ich noch nicht ganz verstanden, nach welchem... Wir haben doch unsere... Uns mit Taschenkleidung wieder? Jo. Ha. Können wir erstmal einen Maulwurfsrattenhatten machen? Reicht das, glaube ich, schon, ja. Ach du Scheibenkleister. Ich treff nicht. Das ist ja schwierig mit der Waffe durch dieses Nachladen. Eieieiei. Dinnergabe. Wir gehen gleich mal hier wieder raus. Können wir die mitnehmen noch? Wenn die so viel bringen angeblich. Mutierter Farm. Habe ich die hier drin? Nee. Diverses. Nee. Schrott. Mal abwerfen. Kombi-Schraubenschlüssel können wir auch mal abwerfen. Metalleimer können wir mal abwerfen. Gummi. Aber hier ist auch kein mutierter Farm. Oh, die Mods haben Gewicht. Shit. Impro-Gewehr, Standardmagazin können wir, glaube ich, wegwerfen. Großes Bajonett können wir wegwerfen. Standardverschluss können wir wegwerfen. Impro-Revolver, kurzer Lauf. Das ist nicht so wichtig. Hey, Munition ist es auch nicht. Hä? Ich hab doch mutierten Farm gefunden. Ich bin irritiert. Mutierte Farm. Mutierte Farmblume hinzugefügt. Wo ist es? Da. Gewicht 0,1. Wert 4. Richtig viel zahlt das nicht. Ich würde mal sagen, wer fightet mich ja eigentlich noch? Warum höre ich die ganze Zeit Fight-Musik? Huch. Ach, Dogmeat. Bleib doch mal bei mir. Bleib doch mal näher bei mir. Wo ist denn der jetzt? Scheiß drauf, seht bloß ein Ghoul, der wird eh nichts Wichtiges dabei haben. Haben wir es dann? Ach, jetzt kommt der nächste angesprintet oder was? Crit! Zang! Weg mit dir. Echt viele Ghule. Alter. Hackt's? What the fuck? Wieso gibt's hier so viele Ghule? Hab ich irgendwas verpasst? Haben wir es dann? Nice. Ich glaube, wir haben es erstmal. What the fuck? Oder eigentlich nur noch schnell darüber.
um hier die Sachen mitzunehmen und die Munitionskiste zu plündern. So, wir müssen wieder zurück. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier rüber. Und das ist wieder ein Ghoul. Ich könnte. What the fuck is wrong with you? Batz! In den Bauch geschossen. Ich mag die Schrotflinte, die ein bisschen mehr Reichweite hat. Das ist schon irgendwie geil. Knallt so schön. Können aber auch ein bisschen auf die 10mm Pistole gehen. Da haben wir jetzt auch einiges wieder an Munition. Oh, falsche Richtung. Wir müssen hier rum. Hallo? Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Handeln? Ich kann euch Ausrüstung geben, oder? Einfach. Würde ich mal behaupten. Sollst du das Plünderer-Outfit auch anziehen, mein Freund? Wobei das minimal mehr Resistenz gibt. Habe ich was ich euch geben kann? Geben will? Schlagring. Kann ich euch geben. Ja, die kurze doppelläufige Schrotflinte. Und dann brauchst du natürlich noch Munition dafür. True Storm, nee. Schrotmunition. Wo haben wir die Schrotmunition? Schrotpatrone. Girl? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar doch. Du auch. Du kannst mir deinen Kronkorken geben. Jetzt habe ich Champion linker Arm nicht ausgerüstet. What? Ich bin verwirrt. Glück, Gewicht, Greaserjagd gibt aber keine Resistenz. Strickmütze, Hundehalsband. Lederrüstung, rechter Arm. Wenn ich dir das jetzt gebe, bist du wieder nackt. Ich kenn's doch. Schweißerbrille. Sturmgasmaske, die kann ich dir geben. Und Raider-Rüstung kann ich dir auch geben. Achso, und ich wollte natürlich Waffen. Weil ihr habt nur Impro-Pistolen, die sind echt nicht so geil. Gebe ich hier noch eine kurze Läufige, Schrotflinte hier, abgesägte kurze Doppelläufige. Und ein bisschen, ich glaube, das ist schon besser, ein bisschen Schrotmunition. Ne, nicht mein Schrott, sondern Schrotpatronen. Ey! So. Guck mal. Siehst du schon deutlich besser ausgestattet aus. Wir sind doch ein Guter. Wir sind doch ein Guter und wollen den Leuten ja eigentlich helfen. Wir können ja ein bisschen nach Norden durch. Oh oh. Bitte nicht spielen. Oh, ich dachte gerade. Wir speichern mal lieber schnell, bevor wir irgendwie wieder irgendwo hängen bleiben und sonst wieder geladen müssen. Ja, wir können hier nochmal ein bisschen nach Norden gucken, was hier sonst so abgeht und dann nach Osten. Nach Westen. Osten. Nach Osten weiter. Ich kann die Karte nicht mehr lesen. Da ist noch ein Radio Tower. Damit kriegen wir Notsignale, ne, wenn wir die aktivieren. In der Gegend rein. Verstärken das irgendwie. Sendeturm. Hopp. Gleisbolzen. Das ist Munition. Stahl-Terminal-Grafikkarte. Kronenpunkt, Klebeband. Silbertafelmesser. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Sendeturm-Terminal. Was geht denn hier ab? Satelliten aktivieren. Let's go. Das ist easy. Muss man gar nicht viel machen.
Da ist noch irgendwie das Boot. Funklet, Stadtwerk Boston, Signal, Notsignal gefunden. Ja, Notsignale, Schmutzsignale können wir irgendwann andermal machen. Funkleitstrahl, Stadtwerke Boston. Gucken wir hier noch den als Acker markierten Gebiet an, weil das könnte tatsächlich ein Siedlungsgebiet sein. Was ich eventuell clearen muss. Oberlandstation. Nö, hier sind so Leute. Oh, hallo. Guten Tag. Hallo. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Was geht denn bei euch ab? Hallo. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Sag mir einfach, was du brauchst. Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Ja. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Das wird ich brauche einen Flammenwerfer. Die Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedelung leicht wieder alles aufgebaut werden. Okay. Weißt du, wo dieser Ort ist? Sogar ziemlich genau. Ich hoffe, du findest sie und löscht sie aus. Da bin ich mal gespannt. Ja, Käfer plätten, dann plätten wir wohl ein bisschen Käfer. Den Weg für Oberland Station Freimachung begonnen. Das ist ein Minuteman-Ding, ne? Glaube ich. Würde ich mal stark vermuten. What? Ist ja am Arsch der Welt? Hä? Ihr habt doch hier voll die gute... Ich bin verwirrt. Ich bin so verwirrt. Oh, Gemüsesuppe. Let's go. Lass mal Gemüsesuppe herstellen. Köderkeuler. Stechflüglerfilet. Geil. Werkstatt. Ihr habt doch hier voll die... Ich bin irritiert. Ihr habt doch hier voll die gute Außenposten. Warum gibst du mir einen übel weit entfernten Punkt? Als, hey, geh doch da mal clearen. Guten Appetit, Sono. Viel Spaß. Also wir haben hier einfach eine Siedlung. Die auch einen schönen Sonntag. Dann würde ich ja doch mal das nochmal wegmachen. Da wollen wir jetzt nicht hin. Moment, aber du bist das mit dem Hexending, ne? Ja, das Hexending ist irgendwie auch nicht unser aktuelles Wunschding. Cambridge Polymer Labs. Fusion Schutzhütte. Ach, hier ist Good Neighbor, okay. Okay, wir können mal hier oben noch langlaufen und dann wieder rein. Würde ich sagen. Das ist ein Hirnpilze. Dogmeat. Kleine biblische Besenhaarbürste, was man alles so findet. Ein bisschen durch die Gegend streunert. Oh. Da muss ich jetzt nicht rein. Nee. Muss ich nicht in irgendein verseuchtes kleines Tunnel-Shit rein. Dogmeat habe ich gerade ein bisschen erschreckt. Ich dachte gerade kurz, da bewegt sich was anderes. Dogmeat kann da nicht so gut klettern, ne? Weiß gar nicht, ob es mit menschlichen Begleitern besser ist, das Klettern. Also das Hinterherklettern quasi hinter dem Spieler. Könnte aber schwierig sein. Also genauso schwierig. Ich komme halt übers Wasser gerade nicht drüber. Das nachher haben. Ich dachte, das wäre irgendwas Fieses. Was ist das hier? Beanton Brewery. Entdeckt. Wir finden ja mal Schrotpatronen drin. Die Brewery müssen wir uns auch nicht durchgehen. Ich würde mich ja eher, glaube ich, in so einem großen Haus verschanzen, weil die Eingänge einfacher zu bewachen sind, wenn mich da jemand raiden will. Wobei, wenn es Mini-Atombomben gibt, sind Häuser vielleicht gar nicht so sicher.
Und du kannst, ja, du kannst obendrauf aber was anbauen. Also wenn du dort, dann musst halt Erde irgendwie mal nach oben bringen. Aber wenn du das gemacht hast, kannst du doch dann obendrauf so wie so ein Beete und sowas anbauen. Hätte ich ja irgendwie sinnvoller gefunden in so einer Apokalypse-Bombs-Welt. Hier sind wir bei der Polizeistation. Geballert wird. Hallo. Und ballert ihr hier bei einer Polizeistation? Polizei Real Cambridge, Level Up. Wurde die Ecke gedrängt. Space, Crit, Zink, weggekrittet. Katsching. Golduhr. Wir sollten mal kurz nochmal heilen. Maulwurfsratten hatten hier. Nom, 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 nom. Was geht denn hier ab? Damit haben wir nicht gewettet. Ich treff's nicht. U-Bahn-Marker. U-Bahn-Marker. Mir noch mehr? Hier noch mehr kommt. Das Credit. Zong, da ist der Kopf weg. Könnt ihr mal aufhören, auf meinen Hund zu schießen? Sichert? Am Arsch! Wo ist mein Wuffi? Muss man mein. Muss man mein Dogmeat-Stimpacken. Brudi, was ist denn mit euch los? Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast. Ich bin nicht vorgestürmt. Das ist schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Da hast du irgendwie recht. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Ist noch eine Mission. Im Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Das kommt darauf an. Wie viel zahlt ihr? Wir brauchen Verbündete, keine opportunistischen Blödsinn. Ich werde dich für deine Dienste ganz sicher nicht bezahlen. Schade, das ist zum ersten Mal, dass das Geld ist schiefgegangen. Ja. Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft. Schöne Bruderschaft. Verehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Okay. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlernen Bruderschaft zu helfen? Bleibt mir die Frage, ob wir lebend zurückkommen. Hört sich an vergeblicher Mühe an. Macht das besser allein.
Was ist die Stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht, ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Also seid ihr gegen Synth? Dass ihr alles plündert, was euch nicht wiederbekommt. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele das, für die Schrecken, das FEV, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Das ist nur eine nette Art zu sagen, dass ihr alles plündert, was ihr in die Finger bekommt. Plündern würde bedeuten, dass wir das aus Eigennutz tun. Das ist aber nicht der Fall. Also, sondern? Was sagst du? Wirst du uns helfen? Ja. Na gut. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Helen. Bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Okay, ich darf da rein. Komm her schon. Feuerunterstützung abgeschlossen. Wir dürfen rein und unsere Sachen looten, die da drin sind. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und 300 XP gab's auch noch. Ich würde eigentlich nur einen kurzen Trip außerhalb von Diamond City machen. Begonnen, ruf zu den Waffen, sprich mit Palatine Dance, wer, wenn es losgehen soll. Gladius Personal Terminal, was geht denn hier zum Beispiel ab? Befehl des Aufklärungsteam Gladius. Es gibt ihm eine Bezeichnung Commonwealth vorrück, um eine gewöhnliche Fernaufklärung mit so einer wirklich außergewöhnlichen aktiven Imperium Fernkommunikation an Schwertscheide zu melden. Einsatz ist aber nicht festgelegt. Persönlicher Eintrag. Eins kommen wir überschritten. Wir haben uns entschieden, sofort der Region Boston nach unserer sicheren Kurse zu suchen, dass wir das nutzen können. Kurz darauf wurde mein Trupp von Raid angegriffen, die Power-Rüstung von Kenwood zerstört und wir verloren einen Teil unserer Vorräte. Zum Glück konnten wir die Angreifer in die Flucht schlagen und unsere Mission fortsetzen. So schwer scheide dir nicht. Ich werde zu senden, die Haley ermittelt hat, aber die High-Gain-Antenne des Reviers wurde von einer Rakete eines Unmutanten beschädigt. Wir können die Daten nicht übertragen. Haley versucht, die Antenne zu reparieren, aber ich weiß noch nicht, ob wir die nötigen Ersatzteile haben. Ungewöhnliche Energiewerte gemessen. Angeblich befinden sie sich auf einer Trägerfrequenz an extrem hohen Frequenzband, wodurch sie eher wahrscheinlich nicht aus der Vorkriegszeit stammen. Die Werte treten außerdem nur sehr sporadisch, äußerst kurz und nur an sehr bestimmten Toten auf. Das hört sich nach Synth-Kommunikation an. Signale klingen sehr schnell ab und sind schon nach wenigen Stunden von Haleys Instrumenten verschwunden. Wir haben nicht die notwendigen Geräte, um die Ursprungsort der Werte herauszufinden, also versuchen wir ihn durch Triangulation zu ermitteln. Nächsten Mann von uns sind die Bereiche zwei Ruinen, nämlich an dem Flughafen von Boston und Fort Strong. Die Flugung ist beinahe vollständig verlassen, aber in Fort Strong wimmelt es nur so vor Supermutanten. Wir wollten in der dortigen Waffenkammer aufmunitionieren, aber Ritter Sergeant Doris wurde getötet. Das ist seit unserer Ankunft schon der zweite Rückzug, den ich im befehlen musste. Unser dritter Toter. Ich empfehle eine baldige, vollständige Bombardierung dieser Position. Okay. Ich glaube, hier sind einige tot. Aktiv. Warwick, verstorben. Branch, verstorben. Keen, verstorben. Rice, aktiv. Und das Sergeant Dawes, verstorben. Okay, da ist einiges passiert. Der Rice, Gelehrter Halen. Stimpex. Entschuldigung, Gelehrter Halen. Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt dann lieber nicht warten. Also fliegst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Oh. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Hältst du dich irgendwie für eine große Nummer? Nö, eigentlich nicht. Geht so. Liegt ein persönlicher Eintrag. Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte.
aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, das Fechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut und meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Okay, kann ich verstehen. Die hat also nicht so viel Bock. Können wir uns hier verschanzen? Das Gebäude ist auf die Bruderschaft, die stählerne Bruderschaft. Die Garnkiste. Sturmfeuerzeug. Wir looten ja einfach alles raus, ne? Also ist ja klar. Inaktiver Notrufsender. Du kriegst Geld, das braucht ihr eh nicht mehr. Handschellen. Kronkorkenvorrat. Gerollte Bolzen, Beagle. Munitionkiste haben wir genommen. Das nochmal Kronkorken. Dankeschön! Dankeschön, nett, neue Geschäfte zu machen. Ich wurde quasi damit doch bezahlt. Okay, hier gibt's Gefängniszellen. Weiß nicht, immer die Polizeistation, das ist logisch. Kronkorken, Superkleber. Kupfer? Ah, ne, so. Plastikstahlschere. Wait, aber eine Schere ist doch super leicht, ne? Da Plastik und Stahl mitzunehmen ist schon geil. Red Away. Minimum kann es. Mach mal das Level up. Ich überlege jetzt, ob wir. Mittlerflüsterer. Einschüchtern. Das können wir noch nicht machen. Das durften wir machen. Für kritische Trefferbalken füllen. Das dürfen wir noch nicht. Das dürfen wir noch nicht. Könnten mehr Munition finden. Mehr Geld dürfen wir auch noch nicht. Level 17. Rüstmeister. Rang 1 Mods für Rüstungen. Und Waffenmeister. Das wäre wahrscheinlich schon geil, weil das einiges bringt. Dass man das modifizieren kann. Das hat nicht mal was mit Intelligenz zu tun, der Rüstmeister. Auf der anderen Seite. Mega kritische Treffer wäre auch geil. 50% mehr Damage. Doppelten Schaden, vierfachen Schaden. Ich glaube, ich will aber mehr kritische Treffer haben. Ich glaube, ich will mehr kritische Treffer haben. Der Neuling hilft uns. Muss doch noch mehr Leute geben, die bei der Bruderschaft mitmachen wollen. So ein bisschen Fighty Fight. Polizei Cambridge Beweismittelmaterial. Birds. Treffer 1. Wires? Treffer 1. Jetzt ist W oder S? W am Anfang oder S am Ende? Dunes? S am Ende anscheinend. Pre-Grid Heights. Sperre einleiten. Müssen wir nochmal. Oh, das Terminal wurde gesperrt? Wait, wir haben. Oh, das ist ja doof. Das ist eine Weile her, dass wir das komplett verkackt haben. Hatten wir irgendwie ein bisschen Pech, glaube ich. Schrotpatronen, Gleisbolzen, Lupe. Dünnes Blechglas, Zollstock, Klebeband. Militäruniform und Polizistensonnenbrille. Barfoot, Jagdgewehr, Hosenträger und Hose, Jet.
Was macht denn die Militäruniform? Bewegung 2. Hat aber auch keine Widerstände. Kann ich die irgendwie unten drunter ziehen? Nee, ne? Dann wird wahrscheinlich... Doch, kann ich. Lederkombi macht ja nur minimal... Okay, sowas kann ich dann unten drunter ziehen. Wahrnehmung 1. Sauberblauer Anzug kann ich aber nicht unten drunter packen. Hosenträger und Hose, was macht das? Ausdauer 2. Wird aber alles wegmachen. Militäruniform ist nur unten drunter. Ja, jetzt sehen wir nochmal ein bisschen schicker aus, würde ich sagen. Aber nicht mehr diese komische Lederscheiße unten drunter. Wir können aber, glaube ich, die Hosenträger und Hose wegwerfen. So geil sind sie nicht. Golduhr hingegen. Schere ist schön leicht für das, was es gibt. Günstiger Wunderkleber, Kronkorken. Klebeband ist eigentlich auch ziemlich leicht. Schraubenschlüssel ist zum Beispiel super schwer. Das würden wir, glaube ich, nicht machen. Lötlampe, Kronkorken. Wo geht's hier hin? Fuhrpark. Was geht denn bei euch hier unten ab? Das ist einfach nur die Werkstatt. Thron, Haarklammer. Sturmfeuerzeug ist zum Beispiel auch gar nicht so schwer. Dafür, dass es einmal Stahl hat und noch anderen Shit. Die kann ich eh alle nehmen, weil das Munition ist, die kein Gewicht hat aus irgendeinem Grund. Okay, jetzt komme ich halt wieder... Okay, das ist hier direkt daneben. Gut. Imagine, wir hätten die gleichen Power auf einer Schrotflinte, aber wir hätten mehr Munition im Magazin. Das wäre so gut. Wir wollen jetzt tendenziell eher nach Süden. Ich bin sogar sehr nach Norden gegangen. Das wollte ich gar nicht. Eher nach Süden jetzt rauslaufen. Verbindungshaus 115. Ist hier links neben uns. Kann ich reingehen? Vortec Lunchbox. Yeet. Mr. Handy-Modell. Ich glaube, die waren viel wert. Die haben aber gar nicht verkauft, fällt mir da auch ein. Also sie haben ja kein Gewicht, aber wir sollten sie trotzdem verkaufen, wenn man damit sonst nichts machen kann. Kommen wir hier jetzt vorbei, dann müssen wir eigentlich entdecken können. Cambridge Polymer Labs. Das ist schon cool, die Welt. Die ist schon sehr, sehr cool. Das ist einfach ein Boot auf dem Wasser. Was ist denn auf dem Boot? Das ist irgendwie angespült. Oh Gott. War vielleicht nicht das Smarteste, was ich gedacht habe. Ich kann hier stehen. Uff. Wait, what? Alles klar. Ich glaube, ich weiß, woran der gestorben ist. Holy fuck. Haufen Flaschen, Bierflaschen. Amateurfunkbox. Einmal aktiviert. Bringt nur genau gar nichts. Gut, dann nochmal weiter hier. Weiter im Text, wieder Richtung Stadt. ETH-Frequenz AF95, Signal verloren. Echt viele Tote überall. Wird irgendwie klar bei dem, was passiert ist, oder?
Oh, ich muss deutlich mehr die nach Osten laufen. Glaube ich. Kann sogar hier in der Stadt auch noch einiges entdecken, ne? Bin ich hier nicht aber schon mal lang gelaufen? Ja, hier vorne war doch das, was ich geklärt habe. Das Gebiet, wo man im Prinzip kein... Aber da kann man kein Essen anbauen, das ist doch voll doof. Triff Abbott bei der Mauer, da muss ich noch ein Stück geradeaus. Das ist, glaube ich, das, worauf ich gerade zulaufe. Kronkorken. Hallo, Abbott. Ich glaube, mir hat ein Gegner entdeckt. Dortmund hat einen Gegner entdeckt, sagt er mir. Speichern mal wieder. Backstreet Apparel. Ja, machen wir den auch dann, aber irgendwo ist noch ein Gegner. Ist noch ein Geschützturm. Dogmeat ist hier. Nice. Medics, Manta, so sind die ganzen Gegner, die wir gerade platt gemacht haben. Das war nicht der Gegner. Da ist einer. Dass die Lederkombi nicht wieder zu Leder machen kann, ist irgendwie doof. Gerade noch einer weggeballert. Wo ist die denn hin? Das war ein fucking Raketenwerfer.